Ich leite Krankenhäuser und keine Kurbäder. Zwei Betten pro Zimmer. Keine Ausnahmen. Es gab mal eine Umfrage, in der wurden 1000 Leute gefragt, ob sie im Voraus den genauen Tag ihres Todes wissen wollen. Wer zum Geier ist das? Wer zum Geier sind Sie? 96% von Ihnen sagten nein. Oh Gott, bin ich schon im Leichenschauhaus? Das war meine erste Begegnung mit Edward Cole. Ich will mein eigenes Zimmer. Sie leiten Krankenhäuser, keine Kurbäder, zwei Betten pro Zimmer, keine Ausnahmen. Ich bin nicht scharf darauf, die nächsten 3 Wochen neben Zombieball zu legen. Mein Philosophieprofessor stellt uns im ersten Semester eine Aufgabe. Er nannte sie die Löffelliste. Wir sollten eine Liste von allem schreiben, was wir in unserem Leben tun wollten, bevor wir den Löffel abgeben. Ja. Sehr drollig. Und jetzt nutzlos. Wir könnten es tun. Wir sollten es tun. Das ist Leben! Ich kann dich auf den Tod nicht ausstehen! Ist er verrückt? Kommt drauf an. Willst du es fahren oder ihm ein Kleid kaufen? Wir lernen uns nur kennen. Ich verstehe nicht, wie du mit einem völlig Fremden abhauen kannst. 45 Jahre habe ich verölt unter Motorhauben gehangen. Da verdiene ich wohl ein bisschen Zeit für mich. Hast du Kinder? Wir sehen uns nie. Dann wird's Zeit. Warum sind wir... Du meine Güte. Wovor hast du solche Angst? Nur weil ich dir aus meinem Leben erzählt habe, heißt das nicht, dass du ein Teil davon werden sollst. Lieber Edward, ich werde mich für das, was du für mich getan hast, nie revanchieren können. Stattdessen bitte ich dich... noch etwas anderes für mich zu tun. Finde die Freude in deinem Leben. Hast du mich? Noch nicht. Wir leben und sterben und die Welt dreht sich weiter und weiter. Bin stolz auf sie. Kein Schwein juckt, was sie denken.